Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die Burgruine Divigrad an in Canfranc und ich würde sagen, wir nehmen euch heute einfach mit und schauen uns das gemeinsam an. Nein, passt schon. So, da befindet sich der Eingang, sind wir aber gerade schon durch. Da geht es einmal nach vorne, hat ja immer solche Abzweigungen, waren wir auch gerade da. Vorne sind Leute, deswegen gehen wir jetzt einfach mal rechts. So, hier haben wir den ersten Raum. Ist aber noch komplett zugewachsen. Muss erst noch freigeräumt werden. Die Pflanzen ragen hier extrem raus. Muss man auch aufpassen, weil es mitunter ein Schlangengebiet ist. Deswegen einfach mal ab und zu vielleicht mal auf den Boden stampfen. Da sind extrem viele Tiere drin. Dahinter geht es nicht wirklich lang. Oder ist ein fetter Brummer? Da geht's nicht weiter. Haben wir ein Fenster. Vieles hier wurde einfach wieder aufgebaut. Das sieht man hier auch da mit dem Plan. Die waren ursprünglich nicht da. So, ich kann ein Stückchen reingehen. Hinten haben wir einen Turm, schauen wir später auch, ob wir raufkommen. Der zweite Burgturm. Hier haben wir den zweiten Burgturm und einen Durchgang, das Tor zur Burg Rhein. Diese Löcher, die hier, die ihr seht, das waren die Angeln für die Türen. Hier auch, auf beiden Seiten parallel. Ob der echt ist? I don't know. Und hier hast du auch noch mal interessant. Du siehst die Löcher, wo an der Wand drin sind, da waren Holz, das war wie Markisen. Und da waren, wie man es heute so kennt, so diese im Mittelalter diese Stände oder was weiß ich, Waren verkauft haben. Mhm. Hier unten drum sind die Steine auch so glatt. Genau. Wie man hier sehen kann, ist das noch der Originalboden. Und diese Einkerbungen, die wir hier haben, das waren für die Wagen damals, also für die Wagenräder, genau. Wir gehen jetzt auch noch mal weiter vor. Das sieht das bis oben, diese Einkerbungen. Genau. Sieht bis ganz oben, sieht man halt diese Einkerbungen für die Räder. Damals wurde auch diese Burg verlassen, weil hier die Pest ausgetreten ist. Oh, hier haben wir auch noch einen Zwischenraum. Genau. Geht auch bis da hinten. Und die haben sich dann in Canfranc angesiedelt. Genau, und haben sich dann in Canfranc angesiedelt. Was wir noch gemacht haben in der Kirche, waren die Gottesdienste. Aha.
Genau. So, gehen wir durchs Tor. Den Weg mal hier hinter. Und mit Holzbrettern Fenster zugemacht. Haben wir noch einen Zwischenraum, der ist aber auch noch nicht ausgegraben. Also wie hier. So. Jetzt sind wir in dem verwuchten Teil, wo alles zugewachsen ist. Da scheint mir ein lustiger Weg, Trampelpfad nach oben zu gehen. Das ist auch überall mit Stein hier ausgelegt. Da geht es auch noch lang. Teil haben wir uns so hier noch nie angeschaut. Waren nämlich hier schon öfters mal da. Vor einem Jahr waren wir auch schon mal da. Haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Oh, jetzt müssen wir aufpassen mit den Tieren. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen noch. Was ist da hinten? Das interessiert mich jetzt. Da gehe ich jetzt hin. Dann drehen wir auch wieder um. Das ist eine Spinne, jetzt bin ich fast volle Kanne reingelaufen. Da geht's noch weiter, aber da gehen wir jetzt nicht lang. Ist mir zu anstrengend. Schauen wir uns das große, interessante Zeug mal an, lieber. Boah, riesengroße Heuschrecke. Die sind überall. Deswegen mag ich es nicht so, solche Waldteile zu laufen. Hier geht auch noch ein Weg lang, Trampelpfad.
geht da weiter. Mich interessiert halt echt, wo der hinführt. Heilige Scheiße. Wenn ihr wisst, was das hier ist oder war, schreibt es mal gerne in die Kommentare, das interessiert mich. Das weiß ich selbst nicht. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwann auf den Hauptweg kommen. Weil da hinten ist schon das Zeug. Au, au, au. Bah. So. Kleine Dachdecker wieder da oben. Das heißt, die Kirche wurde damals auch noch benutzt, als Pest trotzdem hier ausgebrochen ist. Ist auch interessant zu wissen. Die Kerzen oder Dingfiguren drin gehabt haben, siehst du das? Ja. Haben wir Herrgottswinkel? Und damals Kerzen und so reingestellt, um den Raum warm zu halten. Ich auch noch. Jetzt da auch noch weiter, aber da gehen wir später lang. Kirche schauen wir uns auch gleich an. Warten wir aber, bis die anderen Leute raus sind. Ah, unser Presserucksack. Hier haben sie mal einen Keller ausgegraben, das weiß ich noch. Weiß ich nicht, ob es genau da ist oder woanders. Hier, der schaut recht neu aus, aufgebaut. Schaut aus wie so ein Mini-Backofen. Der ist geteased worden. Ah, da haben sie den Keller ausgegraben. Da unten ist der Keller. Eigentlich darf man hier gar nicht lange, ist abgesperrt, lustigerweise. Interessant. Da konnte man letztes Mal nicht hin. Hast ich weiß. Du an der anderen Seite diesen Backofen oder was gesehen? Da war noch oben. So ein Mini-Backofen? Ja, irgendwie. Ja, ich weiß. Den habe ich gesehen. So, jetzt sind wir eigentlich dort, wo ich gesagt habe, da gehen wir später lang. Also eigentlich sind wir im Kreis gelaufen. Ist auch lustig. Gehen wir jetzt mal zur Kirche. Da sind zwar immer noch welche drin, aber scheiß drauf. So, sind wir jetzt in der Kirche?
Wie gesagt, die wurde damals auch noch benutzt. Das ist die schöne Straße, von der wir gekommen sind. Da sind wir vorhin durchgelatscht. Gruften. Da waren wir auch vorhin durchgegangen. Da ist noch ein Raum. Warum der abgesperrt ist, weiß ich nicht. Kann man hochgehen? Wahrscheinlich war das so der Altar für den. Also nicht Altar, keine Ahnung. Die Reden zu machen. Auf jeden Fall sehr hoch gebaut im Vergleich zu den anderen Gebäuden. Wir haben einen Raum ins Nichts. Da kann man raufgehen. Jetzt haben wir einen Gesamtüberblick mal kurz. Da schaut es mir so aus, als wenn ein Brunnen drin gewesen wäre. Wobei eine Kirche einen Brunnen zu bauen, weiß ich jetzt auch nicht. Genau. Seht ihr eigentlich, wie viele Menschen hier sind? Hui, fast gestolpert. Das ist nicht sehr gut. Hat's ja auch nochmal einen Gesamtüberblick. Hinten ist der Turm. Ja, dann gehen wir wieder runter. I don't know wie. Aber es wird schon gehen. So, wenn wir wieder unten sind, sind aber gerade mehr Leute entgegengekommen. Schade. Unsere Halsbretter da vollgetan. Sonst könnte man da noch reinschauen. Im alten Video kann man das noch sehen. Dann schauen wir nach Objekten. Fängt das Regnen gerade an, fällt mir gerade auf. Immer noch der Altboden, also der Originalboden, Altboden. Haben wir eine Treppe. Wir gleich zum Turm rauf. Aber da sind die Jungs gerade hin. Ja, sehr gut. Sind extra nicht in den anderen Turm bei dir oder was? Alles gut. David und Dominik dürfen ja drauf sein. Es geht ja um Tobi. Die sind da lang, gell? Ja. Dann geh ich da lang. Ah, hier ist. Cool, wir gehen mal nach da hinten. Ne? Hat man nämlich einen Gesamtüberblick. Hier ist der eine Turm. So. Das sind ja zwei Türme, die hier noch stehen. Und das hier ist einer davon. Das
ist der zweite. Gerade ein bisschen windig hier oben. Dann sieht man die Kirche. Muss man schauen, dass wir vielleicht die andere Kamera raustun, weil die kann man ausziehen. Dann können wir noch mal höher gehen. Schauen wir mal ans an. Ich hole mal die andere Kamera. Oder schauen wir uns, ja, wir schauen uns zuerst den anderen Turm an. Dann hole ich die andere Kamera. So. Bei dem anderen Turm kannst du oben rauf entlang gehen, gell? Ja. Ist ganz cool. Sieht man den Turm von innen? Fehlt einfach die ganze Wand. Noch einen Raum. Hoppa. Ja. Wie runterklettern? Tempo-Dodo ist. Ach so. Aber man kann ja nicht hochklettern. Kannst du mal die Kamera vielleicht nehmen und einfach da reinleuchten? Dingsen. Ach so. Und einfach da rein. Läuft schon. Genau, passt. Was? Hast du einen Rucksack? Bascht. Wir gehen mal wieder runter. Kommen gerade nämlich zu viele Leute. Jetzt holen die andere Kamera. Gehen wir nochmal zu dem anderen Turm. Ja, wo die genau gerade hingehen. So. Haben wir jetzt auf die andere Kamera umgeswitcht? Three seconds. Du bist ja so hinten. Ich bin so ein Selfie-Monster. Ui, vielleicht kann ich mit mir mehr. Aber ich hab's schon gelöscht, weil es kaputt ist. So, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würden wir uns sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.